Am letzten Tag, am Tag 9, waren wir definitiv fertig. Wir waren definitiv durch. Das Problem an dem Tag war auch, dass wir 5 Szenen an dem Tag auf der To-Do hatten, weil es logistisch nicht anders ging. Das war natürlich dann auch sehr, sehr sportlich. Wir haben um 9 angefangen bis nachts um 10:30. Der letzte Drehtag war erstmal deswegen eine Herausforderung, weil es einfach der 7. Tag am Stück war, der von früh bis spät Konzentration und Nerven gefordert hat. Drehtag 9, ich war wieder da. Dom war wieder zurück, das heißt, wir waren wieder in der ursprünglichen Besetzung, so wie wir uns das vorgestellt hatten und wie das auch eigentlich alles mal geplant war, was natürlich einiges leichter macht. Wir haben darüber hinaus alle Szenen mit Sunny in der Wohnung gedreht. Das hat auch erschreckend gut geklappt. Haben auch gar nicht mehr so viele Würstchen gebraucht. Ich finde es irrsinnig beruhigend, wenn ein Hund am Set ist, weil ich Hunde sehr gern mag und die hat das auch gut gemacht. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie wirklich irgendwie den Dreh blockiert oder aufgehalten hat oder so. Ich meine, Sunny ist jetzt kein ausgebildeter Drehhund, aber wir hatten für die Szenen eigentlich überhaupt keine Probleme mit Sunny. Und auch, ich sag mal, für einen Hund ist das sicherlich ja auch anstrengend, am Stück so viel Kram zu machen, wo man vielleicht auch verwirrt ist, was man sonst nicht macht als Hund. Aber da haben wir schon auch darauf geachtet, dass wir ihr da, dass wir sie da nicht überfordern und das hat wunderbar funktioniert. Wir haben diese Treppenhausszene im One-Take gedreht. Eine Sequenz, die über längeren Zeitpunkt ohne Schnitte auskommt und eben alles am Stück gedreht ist. Was eigentlich an sich auch eine sehr coole Idee ist, aber schwierig aus verschiedenen Gründen. Also zum einen war das Treppenhaus sehr, sehr eng. Das heißt, du konntest jetzt auch keinen irgendwie mitlaufen lassen, der nochmal ein bisschen guckt nach dem Licht. Aber du hattest halt Milan, der unten die kleine Kamera hatte und Alex Füße nach oben begleitet hat. Die war halt nicht zu realisieren ohne Dominik, weil wir einfach allein deswegen, weil wir 2 Kameramänner brauchten, weil wir einmal die Kamera übergeben. Die Kamera fährt einmal übers Gelände und da keiner von uns fliegen kann, mussten wir das eben einmal tauschen zwischendurch die Kamera. Wir haben dann oben ganz tricky Hollywood-mäßig, als wären wir Kamera-Ninjas, die Kamera über die Brüstung des Treppenaufgangs an mich übergeben. Was sehr, sehr aufwendig war, aber gut geklappt hat, kam auch in den Film. Es war am Ende tatsächlich nochmal eine Herausforderung dann, weil die kleinen Szenen, die so dazwischen sind und die in der Wohnung spielen, glaube ich, eigentlich schon wichtig sind und dass man halt aufpassen muss, dass das nicht den Fokus verliert, obwohl das jetzt vielleicht in der Erzählweise vom Film nicht so die wichtigen Schlüsselszenen sind. Dico war am Start, die immer gucken musste, dass die Sachen zur anderen Szene passen. Wir hatten die Kampfszene. Aber die Kampfszene mussten wir auch so ein bisschen umschreiben, weil die Wohnung und so das Umfeld nicht das so hergab, wie es das Storyboard das gerne gewollt hätte oder wie wir das im Kopf hatten. Angefangen von dem Tür aufschieben, dass die Tür die Wand nicht zerstört oder beschädigt und dass der Alex nicht beschädigt wird. Wie fällt denn der Alex hin? Wie wird später der Michael ihn dann wieder finden? Und wie wird das Buch mitgenommen? Also da gab es sehr, sehr viele Variablen, die wir dort erklären konnten. Da war für mich so das große Finale, Alex eben seine frische Wunde verpassen zu dürfen. Er wurde eben erst niedergeschlagen mit einer Waffe und da muss man eben auch drauf achten, wie groß ist diese Waffe, passt diese Wunde realistisch zu dieser Verletzung, weil man einfach sofort merken würde, also Moment mal, das kann doch nicht sein, dass da so einen kleinen Cut hat und dann liegen 20 Liter Blut da drumherum. Der Dramamoment, als ich dann Alex ohnmächtig auf dem Boden mit seiner fetten Platzwunde da finde. Ja, der letzte Tag, das weiß ich, war einfach ein bisschen stressiger, weil wir uns da nochmal kurzfristig umentscheiden mussten von der Performance. Bei jeder Szene kommen wir alle wieder zusammen, gucken kurz ins Storyboard. Die Schauspieler müssen so ein bisschen in ihre Rolle reinkommen. Es war halt alles sehr, sehr schwierig, was den Abschluss auf der einen Seite umso schöner gemacht hat. Und von meinem Gefühl war dann die letzte Szene, um Anschlussfehler zu vermeiden, musste die spontan umimprovisiert werden mit dem Textinhalt auch von Alex und mir. Und gefühlt war das dann auch die beste und natürlichste Szene. Also du hast sehr viele Menschen, die dabei helfen, das Ganze möglich zu machen. Du hast sehr viele Menschen, die da sehr viel Zeit rein investieren und Mühe rein investieren. Da bin ich auch super stolz auf
Crew und Cast. Was sicherlich auch dazu beiträgt, ist, dass wir auch echt ein ziemlich cooles Team waren. Wir haben uns halt auch alle super gut verstanden untereinander. Und zeigt mir auch einmal mehr, dass wenn du irgendwas willst, dass du einfach sagst, ich mach das jetzt, ich gehe das jetzt irgendwie an. Ich schreibe eine Geschichte und probiere die irgendwie umzusetzen. Und mit den richtigen Leuten, die ich habe, hat das alles perfekt geklappt.